Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren und sehr geehrte Gäste, immer noch werden mehr als 20 Straßen, Plätze, U-Bahn-Linien und Parks von der Polizei in Berlin als kriminalitätsbelastete Orte eingestuft. Was das genau unter der sogenannten kriminalitätsbelasteten Orten zu verstehen ist, haben wir bereits in der letzten Lesung zu diesem Thema ausführlich behandelt. Der Senat hält weiterhin an dem Grundgedanken der lageabhängigen Kontrollen fest und verweigert strikt die Veröffentlichung dieser Orte, ohne dabei konkrete Erfolge jener Methoden in der Kriminalitätsbekämpfung vorweisen zu können. Wir stellen somit bedauerlicherweise fest, dass verdachtsunabhängige Kontrollen leider auch weiterhin Praxis im Handeln der Berliner Polizei ist. Der Senat und die Koalition scheinen nicht einmal die darin liegende offensichtliche Problematik zu erkennen. Oder aber sie verschließen bewusst die Augen davor. Erstens. Mit den kriminalitätsbelasteten Orten ist der Polizei das Instrument in die Hände gegeben worden, in bestimmten Gebieten im eigenen Ermessen und ohne konkreten Verdacht Bürgerinnen und Bürger umfassend zu kontrollieren und mittels Identitätsfeststellungen und Platzverweisen den Aufenthalt unmittelbar verbieten zu können. Die Bürgerinnen und Bürger selbst wissen nicht, wo diese Gebiete sind. Und sie wissen deshalb auch nicht, welche Befugnisse die Polizei an diesem Ort hat, an dem sie sich gerade aufhalten. Am einen Ort wie dem Görlitzer Park müssen sie eine Durchsuchung erdulden, die an der nächsten Straßenecke vielleicht schon verboten wäre. Und das, meine Damen und Herren, muss den Betroffenen willkürlich erscheinen. Dass sich polizeiliche Maßnahmen dabei unter dem Deckmantel der Geheimhaltung jegliche parlamentarische Kontrolle entziehen, ist erschreckend. Niemand weiß, ob solche verdachtsunabhängigen Kontrollen überhaupt etwas bringen. Geheimhaltung scheint mir eh neuerdings der Begriff der Stunde zu sein. Denn auch bezüglich der Anwendung und Umfang von sogenannten stillen SMS lässt uns die Polizei im Dunkeln, sodass auch Sinn und Nutzen dieser Methode ungeklärt bleibt. Und zweitens, diese Geheimhaltung kann erst recht nicht geduldet werden, wenn bekannt ist, dass es innerhalb der Gebiete zu einschneidenden Eingriffen in die Grundrechte unserer Bürgerinnen und Bürger kommt. Der große Spielraum, der sich hier für die Polizei öffnet, ist unübersehbar. Denn ohne konkrete Verdachtsmomente existieren keine sinnvollen Kriterien für die Auswahl der zu kontrollierenden Personen. Die Ermittlungstätigkeit wird dadurch im Wesentlichen... Herr Kollege Tasch, darf ich Sie einen Moment unterbrechen? Meine Damen und Herren, wenn Sie Gespräche führen, führen Sie die bitte draußen. Es ist wirklich nicht für den Redner nicht erträglich, gegen den Geräuschpegel hier anzusprechen. Bitte, Herr Kollege Tasch. Diesem Vorschlag kann ich mich nur anschließen. Die Ermittlungstätigkeit wird dadurch im Wesentlichen von Pauschalverdächtigungen geleitet und öffnet durch die juristische Legitimation Tür und Tor für diskriminierende Strukturen wie dem Racial Profiling. Anlasslose Identitätskontrollen aufgrund ethnischer Zugehörigkeit, phänotypischer Merkmale oder nationaler Herkunft führen zu einer Stigmatisierung der Betroffenen, die so nicht hinnehmbar ist. Sie bedeuten einen Eingriff in die Grundrechte unserer Bürgerinnen und Bürger und sie lösen das Problem auch nicht. Sie grenzen aus und vor allem schlagen sie Wunden. Wo Vertrauen geschaffen werden sollte, entsteht somit eine Situation des Misstrauens und der Einschüchterung. Beschwerden über polizeiliche Fehlverhalten, die rassistisch bzw. mit einer vermuteten ethnischen Zugehörigkeit begründet sind, werden aber statistisch zumindest in Berlin nicht erfasst. Ist es dann so verwunderlich, wenn seitens der Polizei die Aussage getätigt wird, in der Berliner Polizei gäbe es kein strukturelles Racial Profiling? Erzählen kann uns die Polizei viel, wenn sie von niemandem kontrolliert wird. Die Realität in unserer Stadt
sieht jedoch anders aus, meine sehr verehrten Damen und Herren. Meine Fraktion wird deshalb den vorliegenden Antrag unterstützen und für die Abschaffung der kriminalitätsbelasteten Orte stimmen. Auch wenn das jetzt vermutlich abgelehnt wird, wir fordern die Polizei auf, diese Orte zu veröffentlichen und somit für Transparenz zu sorgen. Das berechtigte Informationsinteresse und die Freiheitsrechte der Berlinerinnen und Berliner gehen jeglichen Polizeibefugnissen vor. Herzlichen Dank.